Ja, hallo zusammen, hier euer Zindekow Schaden. Heute in diesem Video haben wir ein spannendes Gerät zum Vorstellen. Und zwar habe ich den Launchpad 7 selber gekauft, nichts gesponsert. Ihr seht auch, ich habe hier schon bereits alles abgeklebt. Das hat einen einfachen Grund, weil ich für keinen Hersteller Werbung mache. Ähm, warum habe ich mir jetzt ein 3000 Euro Gerät gekauft? Weil ich vielen von euch ja gesagt habe, dass die russische Variante exakt die gleiche Software-Applikation hat auch die gleichen Datensätze, aber viel mehr anbietet, viel viel mehr, und das werden wir zusammen in diesem Video jetzt aufklären. Dann fangen wir mal an. Zunächst einmal schalten wir hier unser Interface, sprich unseren Multiplexer. Wir schauen uns den mal an. Da sind entsprechend die, ähm, die Schnittstellen nach außen, sprich, hier haben wir unseren LAN-Anschluss hier haben wir unseren USB-Anschluss, den kennen wir vom Druck -Druck Druckerkabel und hier haben wir noch meine externe Spannungsversorgung. Das war's dann auch. Und der Hersteller spezifiziert diesen Interface mit DoIP nice to have mit Pass Through. Pass Through ist eine Schnittstelle, womit ihr mit einer Drittanbieter-Software und mit diesem Dongle ähm, Fahrzeuge diagnostizieren könnt. Einfaches Beispiel: Ihr habt das originale sentry programm ist bekannt für die Stadiagnose ist das Programm davon. Und ihr bräuchtet nicht das Interface, sprich den Multiplexer von der Stadiagnose Ihr könntet Sentry mit diesem Dongle diagnostizieren. Acht geben. Dafür braucht ihr aber zwingend die Lizenz von der Software und die Software selber. Und die wird euch keiner, kein Hersteller der Welt wird die, euch die rausdrücken. Nur mit Money. Genau. Jetzt schalten wir mal das Gerät ein. du IP entsprechend per Modem kann man das auch noch diagnostizieren, sprich dann hat man nicht mehr das eigentliche Tablet, sondern das macht man schön über über den über seinen PC, aber das ist eher Zukunft. Okay, dann fangen wir mal an. Jetzt diagnostizieren wir das Gerät mal und ich schalte jetzt diesen Schalter ein. Ihr beobachtet 1 2 3 4 5 6 Sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn, achtzehn, neunzehn, zwanzig, einundzwanzig, zweiundzwanzig, dreiundzwanzig, vierundzwanzig Sekunden haben wir gebraucht, damit das Fahrzeug identifiziert werden kann. Da sind die Fahrzeugdaten. Jetzt gehen wir mal auf die Diagnose. Jetzt sagt ihr euch, von wo hat ihr die Fahrzeugdaten? Ganz einfach. Ich habe hier zwei Steuergeräte. Hier haben wir ein Kernsteuergerät, da haben wir ein K-Line-Steuergerät und die wurden entsprechend mit dem Kabel verbunden. Sprich, ich habe mir mein Ken-High, mein Ken-Low und von dem alten Steuergerät, mein K-Line entsprechend angezapft und hier habe ich einen Schalter, womit ich zwischen Carline line und CAN-Protokoll switchen kann. Okay, soweit so gut. Also wir, steuer, wir diagnostizieren gerade dieses Steuergerät hier. Ja, jetzt gehen wir mal auf die Diagnose. Genau. An sich ist das Gerät sehr sehr schnell, nur er braucht verdammt lange beim ersten Andocken. Es ist Schlecht gemacht. Also, ich brauche relativ lange. Ich bin nicht sofort agil. Ich muss erstmal warten. Ich muss erstmal gucken, ob das Gerät an ist und der akustische Ton fehlt. Ich weiß gar nicht, ob ich richtig mit der Buchse angeschlossen bin. Ich sehe das erst nach 15 Sekunden, wenn das Display an ist. Fatal. Die hätten das sauberer lösen können, sobald man das Gerät anschließt, dass man einen akustischen Ton hat. Dann weiß man, A ah, ist an. Jetzt muss ich noch auf das Display warten. Erstes Nachteil. Genau. Ob das jetzt lange braucht zum Starten, das wäre mir jetzt normalerweise egal. Aber ich habe ja kein Indiz dafür, dass das Gerät richtig angestoßen ist oder nicht. Okay, jetzt fangen wir mal an. So sieht die Oberfläche aus. Wir haben hier die sogenannte Baumtopologie. Hier haben wir alle Steuerräte, die entsprechend für dieses Kfz wo der Hersteller das vorsieht, die ganzen Steuergeräte. Und ihr seht, hier sind so blaue Linien. Hier haben wir unseren OBD-Anschluss, unseren Gateway 19 und über unseren Gateway werden entsprechend die ganzen Steuergeräte vernetzt. Ihr seht, wir haben einmal ein CAN-Protokoll. Ja, hier haben die es mit CAN Drive definiert, ist soweit so gut, weil die unterscheiden sich schon, die unterscheiden sich in der... Geschwindigkeit, hier haben wir relativ sicherheitsrelevante Steuerräte und da muss die Geschwindigkeit verdammt schnell sein. Warum? ABS muss verdammt schnell reagieren. Airbag, sehr, sehr schnell muss es reagieren. Die Parkbremse, ganz klar. Motor, Getriebe und so weiter muss verdammt schnell reagieren. Deshalb haben wir hier eine Kennleitung, die mit ihren Schnittstellen verdammt schnell kommunizieren kann. Wie funktioniert überhaupt das Kennprotokoll? Über die OBD-Buchse schickt unser, unser Multiplexer ein PWM-Signal. Das könnte eventuell hier so am Oszilloskop so könnte es aussehen. Das wären jetzt die ganze Zeit 1 und 0, aber das wäre Schwachsinn. Es muss schon eine sinnvolle Reihenfolge von 1 und 0 sein. Keine Ahnung, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1 und so weiter. Die ersten drei Bits geben zum Beispiel an, ob das Signal plausibel ist, sprich da ist eine Prüfsumme, eine Prüfnummer. Dann gibt es entsprechend die weiteren drei ähm, Bits oder vier Bits sind zum Beispiel dafür da, um zu wissen, ja um um welche Nachricht es sich handelt, wer der Absender ist und so weiter und so fort. Und dahinter ist entsprechend eine Art Logik und diese Logik wird über den OBD über das Gateway an die jeweiligen Steuergeräte durchgeschickt, durchgeschickt blitzschnell und jedes Steuergerät erhält diese Nachricht guckt ob diese Nachricht für ihn verfasst wurde oder ob es für jemand anderen verfasst wurde wenn es nicht für ihn erfasst wurde gibt er die Nachricht weiter und so weiter und so fort sprich ihr könnt euch das CAN Protokoll als einen Postboten vorstellen der Postbote wandert von Haus zu Haus und guckt zu welcher zu welchem Postfach der das Brief gehört und gibt entsprechend diesen Brief dann in den Postfach rein. Ja, so funktioniert CAN. Und bei manchen, bei manchen Steuerräten muss entsprechend die Nachricht sehr schnell gehen. Sprich, dann habt ihr eine Expresslieferung, weil es sicherheitsrelevante Sachen sind. Und so könnt ihr euch das vorstellen. Hier haben wir zum Beispiel Navigation, Telefonanlage. Es ist also nicht relevant. Deshalb haben wir hier eine weniger schnelle, weniger schnellen Nachrichtenaustausch. Okay, soweit so gut. Jetzt habt ihr auch einen ungefähren Überblick, was es also ist. Jetzt diagnostizieren wir mal zusammen das Motorsteuergerät, indem ich hier einfach hier draufklicke. Jetzt habt ihr unten in dem Reiter intelligente Erfassung Systemscan Gateway Scan und Erfassung auswählen. Erfassung auswählen ist, wenn ihr wisst, welche Steuerräte ihr angeklickt habt, dann klickt ihr auf Erfassung auswählen. Wenn ihr überhaupt keine Ahnung von der Thematik habt und ihr nur alle Steuerräte diagnostizieren möchtet, geht ihr auf intelligente Erfassung. Wenn ihr nur wissen möchtet, welche Steuerräte verbaut ist, geht ihr auf System Scan. Steht hier unten. Ist ein bisschen mit dem Teserband abgeklebt. Warum ist der abgeklebt? Weil hier, ähm, die Seriennummern immer Stehen und ich möchte die nicht zeigen, weil ich die Befürchtung habe, dass Launch per Fernwartung dieses Gerät in die Blackliste tun kann. Deshalb habe ich es jetzt abgeklebt. Okay, dann gehen wir mal auf die Erfassung auswählen. Jetzt diagnostizieren wir nur das Motorsteuergerät. Wir merken uns gleich die Geschwindigkeit, die ist sehr schnell und vergleichen die auch gleich mit der russischen Version und ihr werdet sehen, es ist exakt das gleiche. Es ist das gleiche Spiel. Wenn wir auf Eingeben, eingeben klicken, gehen wir, werden wir in das jeweilige Motorsteuergerät geleitet, aber möchte ich jetzt nicht machen. Hier steht doch Verwandte Suche. Das heißt, wir googeln diesen Fehler direkt über das Google-Netz und bekommen auch meistens schon bei den ersten drei Seiten einen Lösungsvorschlag x431 Fix. Wenn wir hier drauf klicken, werden wir zu Heines Pro weitergeleitet. Ist entsprechend vergleichbar mit Autodata. Da bekommt ihr Technische Daten, ähm, technische Zeichnungen, Explosionszeichnungen und so weiter, aber nicht kostenlos. Ihr müsst euch anmelden. Der Scheiß kostet 1000 Euro im Jahr. Für mich unbezahlbar. Soweit, so gut. Jetzt gehen wir oben in dem Reiter auf Systemliste. Da habt ihr nochmal einen groben Überblick, welche Steuerräte verbaut sind. Ähnlich wie mit VCDS. Wenn wir hier auf Liste aller Systeme klicken, dann haben verlassen wir die Baumtopologie, dann haben wir wirklich nur noch ein System. Sonderfunktion, hier werden nochmal alle Funktionen für alle VAG-Konzerne, für alle Fahrzeuge des VAG-Konzerns gezeigt. DPF-Regeneration, GPF-Regeneration, das heißt, es ist allgemein gefasst. Wenn ihr jetzt in euren Fahrzeug reingeht und die ganze Liste hier seht, denkt nicht, dass alles funktioniert. Das streicht, streicht ihr euch schon mal schön aus dem Kopf heraus. Ist einfach nur, nur allgemeine Übersicht, was alles möglich wäre. Die Betonung liegt hier auf wäre. Genau. Jetzt gehen wir mal auf geführte Funktion. Das nennt sich auf Englisch guided functions. Liest ja auch sehr oft, wenn ihr nach solchen Diagnosegeräten sucht bei den Chinesen. Das gilt, das gilt aber nur für das VAG-Konzern. Sprich BMW, Mercedes und alle anderen Fahrzeuge haben dieses guided function nicht. Jetzt wählen wir mal hier K aus. Wir starten mal kurz. Und wenn wir zum Beispiel auf die Motorelektronik klicken, geführte Funktion, bekommen wir Anleitungen, wie wir zum Beispiel einen Patentfilter Notregeneration einleiten. Oder wie wir zum Beispiel die, die, die erlernten Differenzdrucksensorwerte wieder zurücksetzen. Oder wie wir gucken, ob unser, ob unsere Einspritzmenge, sprich der Einspritzmengenabgleich, ob der vernünftig ist, ob der nach dem Reparaturleitfaden genauso ist. Damit überprüft man, ob die Zylinder sauber arbeiten und so weiter und so fort. Dafür habt ihr eine Anleitung, ihr seht, ist bescheiden. Also ich halte hiervon nichts, ich habe es ehrlich gesagt noch nie genutzt, nur zum Spielen. Wenn ihr Anleitung braucht für VAG, ich einfach in die Google-Leiste VCDS, Partikelfilterregeneration und eventuell noch euren... Eurem Motor 2 Liter TDI, dann bekommt ihr eine Leitung für VCDS. Ihr könnt die 1 zu 1 hier übernehmen. Wie macht man das? Ganz einfach. Wir gehen nochmal ins ECM rein. Eingeben. Dann werden wir auf die Benutzeroberfläche des Motorstellredes geleitet. Und ihr habt zum Beispiel, keine Ahnung, wollt ihr die Partikelfilterregeneration einleiten. Ihr müsst sehr oft einen Code eingeben, einen Sicherheitslogin-Code. Ihr bekommt ihr ganz einfach hier angezeigt. Bei VCDS ist es meistens auch einfach angezeigt, aber manchmal ist es auch mühselig. Man muss es im, im Internet per Google sehr aufwendig suchen. Hier haben die es sehr gut gemacht. Wenn ich auf die Grundeinstellungen klicke, dann haben wir alle möglichen Codes. Zum Beispiel, wenn ich Partikelfilterregeneration einleiten möchte, klicke ich einmal hier drauf. System erfolgreich durchgeführt. Jetzt haben wir also den... Die die Vorbedingungen erfüllt. Jetzt können wir in die Grundeinstellung reingehen und jetzt suchen wir uns hier Partikelfilter Service Regeneration des Partikelfilters. Wenn wir Ziel hier drauf klicken und bestätigen, wird die Partikelfilter Regeneration eingeleitet. Genau. Bevor wir das aber einleiten können, müsst ihr immer ein Sicherheitslogin eingeben. Ist auch mit VCDs, auch mit dem originalen VAG diagnoserät eins 1 zu 1 gleich. Es gibt hier keinen Unterschied. Okay. Jetzt gehen wir noch mal ins Motorsteuergerät. Warum zeige ich euch das ganz ausführlich? Weil wir das gleich mit der russischen Version vergleichen werden und ihr danach seht, dass es keinen Unterschied gibt, sogar dass dieses Gerät weniger kann. Ähm, Anpassungen können wir auch einmal gucken. Es ist alles gleich bis hierhin. Datenstrom lesen auch alles gleich. Ähm, Versionsinformationen. DTC lesen, alle möglichen Fehlercodes werdet ihr jetzt hier sehen, hat einen einfachen Grund, weil das Steuergerät Blanke offen da liegt. Das heißt, die Pins sind nicht verkabelt. Und hier kann man nochmal die einzelnen Daten, zum Beispiel Motorcodes, sich anzeigen lassen. Genau. Soweit, so gut. Jetzt gehen wir mal hier raus. Und jetzt gehen wir mal auf Online-Functions, Online-Funktion. Das ist hier mau. Also, ihr könnt euch ja noch dran erinnern, ich habe ja den Pro 5 verglichen, den Launch Pro 5. Der hat auch online kodierung gehabt, der hat aber nur 1,4 gekostet. Der Scheiß hier kostet 3.000 und er kann genauso wenig. Katastrophal, also das hier hat mich ultra getriggert, als ich das gesehen habe. Das hat mich sogar wütend gemacht, weil wenn ich 3.000 Euro bezahle, erwarte ich auch, dass er mehr kann. Jetzt versteht ihr nicht, was ich damit meine. Ihr werdet es gleich sehen, wenn ich auf die russische Variante rüberspringe. Wir klicken mal trotzdem darauf, auf, auf Höflichkeit. Damit ich euch mal den Scheiß hier zeige, weil das hat mich ultra aufgeregt. Single System Modus, Motorelektronik. Genau, das sind jetzt die möglichen Codiermöglichkeiten, falls ihr das Steuerrad kodiert haben möchtet. Soweit, so gut. Okay, ihr habt alles jetzt gesehen. Jetzt gehen wir noch kurz in die Service-Funktion, damit wir die auch die, die, das Hauptprogramm, die Oberfläche, abarbeiten können. Okay, jetzt gehen wir mal auf ähm, ja, TPMS, das funktioniert bei allen, ob es jetzt ProDiag ist, Diag ist, -Diag -Zone ist x -Diag funktioniert es nicht, 100% nicht. Unter Software zurücksetzen, wenn wir hier draufklicken, da habt ihr alle möglichen Verknüpfungen. Acht geben, das sind keine Sonderfunktionen, die das Steuergerät erfüllt, das sind einfach nur Verknüpfungen. Wenn ihr in das jeweilige Motorsteuergerät reingeht, zum Beispiel Schalttafleinsatz, auch von dort könnt ihr euren Ölservice machen. Vorteil aber hiervon ist, ihr müsst nur drei Klicks machen, dann seid ihr sofort an eurem Ziel. Und beim Schalttafeleinsatz, ihr müsst erstmal wissen, welche Steuer das ist, dann müsst ihr wissen, wo ihr reinzugehen habt. Das erspart ihr euch mit diesen Verknüpfungen. Hier wird kein Software zurückgesetzt. Also das ist schwachsinnig übersetzt. One-Click One-Click Service Functions würde ich das eher nennen. Also ein Klick-Service durchführen. Aber nicht Software zurücksetzen. Totaler Schwachsinn. Und das hält sich sogar noch von von Generation zu Generation geht sogar weiter. Also da hat sich nichts dran geändert. Software Update. Wir gucken uns das mal an. Auch hier, das hat mich auch getriggert. Ich habe ein 3000 Euro Gerät und ach geben. Nehmen wir mal, ich bin jetzt im Audi Steuergerät, das ist jetzt das Audi Update. Ich komme nicht ich komme nicht in zum Motorsteuergerät rein, weil äh, weil nicht der Dongle die Ursache ist, sondern es an in der Software, in der Implementation ein Fehler gab dann kann ich nicht in eine ältere Versionsnummer reingehen. Ich habe hier nur eine Versionsnummer, das ist die 28.85. Katastrophal. Normalerweise hättet ihr diesen Fehler lösen können, wenn ihr eine ältere Versionsnummer geupdatet hättet. Das geht hier nicht. Katastrophal. Jetzt gehen wir weiter, das ist ja das ist ja noch nicht alles. Jetzt können wir mal in den Werkzeugkasten reingehen. Jetzt habt ihr hier die ganzen Funktionen, die angeblich das Gerät nur dieses Gerät kann. Bullshit hoch 70, das sind auch nur Verknüpfungen. Oszilloskop hat eine eigene App. Ihr braucht dieses Gerät nicht. Ihr könntet auch theoretisch das Oszilloskop von Launch kaufen auf einem externen, auf einer externen Applikation laufen lassen. Das geht auch. Video, Videoscope, genauso. Batterieprüfgerät, genauso. Emo-Programmer, da, da werdet ihr natürlich in die Diagnosefunktion eingeleitet. Das geht natürlich nicht. Soweit, so gut. Dann haben wir das jetzt auch bearbeitet. Jetzt gehen wir mal in die Software zurücksetzen. Das habe ich ja gar nicht erläutert. Wir haben hier immer 6 pro Zeile 6 Software zurücksetzen. Möglichkeiten. Insgesamt 1, 2, 3, 4, 5. 5 mal 36, 33 Servicefunktionen. Plus TPMS sind es 34 Servicefunktionen, haben wir insgesamt. Okay, so weit, so gut. Jetzt haben wir also das volle Programm durchgearbeitet. Hier fehlt Elektrofahrzeuge, haben wir nicht. Keine Motorräder. Wenn wir LKWs freigeschaltet haben möchten, das kostet verdammt viel Geld. Ihr, seid, ihr könnt euch locker nochmal hier so ein Gerät kaufen. Ähm Wichtige Fahrzeuge wie McLaren und so weiter, die teuren Fahrzeuge, Harley und so weiter, ist gar nicht hier drin. Tesla, kommt die gar nicht hier rein. Das ist mit Aufpreis verbunden. Ich sag mal so, wenn wir das gleich mit den russischen Varianten vergleichen, sind davon nur 70% der Fahrzeuge abgedeckt. 30% fehlen. Und ich rede noch nicht mal von LKWs und Motorrädern. Okay, das haben wir jetzt soweit auch. Jetzt haben wir dieses Gerät abgearbeitet. Das ist jetzt also uninteressant. Jetzt kommen wir zu der russischen Variante. So sieht die russische Variante aus. Genau. Dafür schalten wir jetzt erstmal diesen Dongel hier aus. Zack. Und hier steht Projekt drauf. Ihr hört jetzt gleich, wenn ich hier den Schalter betätige. Ja, jetzt haben wir den eingeschaltet. Der Downloadliste ist also an. Warum habe ich den in der Tüte ver versteckt? A, ah, ich will nicht zeigen, welches Gerät das ist und ich will keine Reklame machen. Okay. Soweit, so gut. So sieht die ProDiag oberfläche aus. Wir können die nochmal ausmachen, damit wir das zusammen sehen. Ja. Genau. So sieht die Oberfläche aus. Und jetzt gehen wir mal auf die intelligente Diagnose. Da klicken wir jetzt drauf und das steuert wie wie gerade eben mit diesem Gerät wird es auch hier identifiziert. Hier haben wir schon den ersten Vorteil. Sobald ihr den Dongle ansteckt, ist es sofort Diagnosebreit. Sofort. Kein Bruchteil der Sekunde. Hier müsst ihr 15 Sekunden warten. Und ihr bekommt kein Feedback, ob dieser Dongle richtig angeschlossen wurde oder nicht. Ihr seht es erst, wenn das Display hier weiß geleuchtet hat, erst nach 15 Sekunden. Ja. Gleiche Oberfläche, es gibt hier keinen Unterschied. Jetzt Gehen wir mal weiter. Gleich es hier aber gravierende Unterschiede. Die sind so gravierend, dass ich dieses Gerät sofort zurückschicken werde. Ich wollte es ehrlich gesagt erstmal behalten, weil ich damit umspielen wollte, aber das hier war das K.O. Kriterium. Ich bin auf Online Functions gegangen. Ihr, ihr könnt euch erinnern, bei dem stand nur Online Codierung. Hier habt ihr viel mehr. Ihr könnt sogar Programmierung durchführen. Das habt ihr hier gar nicht. Das wäre, selbst mit Aufpreis wäre es hier nicht möglich. Also, ich habe, da war mir sofort die Lust vergangen, als ich das gesehen hatte. Jetzt sagt ihr, ja, hier steht es wahrscheinlich nur. Der kann es doch gar nicht. Ein Scheiß kann er es nicht. Klicken wir hier drauf. Ihr seht auch, dass er einen Serverzugang aufbaut. Ihr seht auch entsprechend, wir haben hier eine Internetverbindung. Hier ist also nichts gespielt, nichts simuliert. Jetzt gehen wir mal auf manueller Modus. Jetzt bräuchten wir jetzt hier eine Systemadresse. Zum Beispiel müssten wir jetzt wissen, welcher Motorcode das ist. Genau. Und jetzt müssen wir auch wissen, wie die Programmierung heißt. Welche Versionsnummer das ist. Welche Teile-Nummer das ist. Da ich jetzt kein Exemplar davon habe, kann ich es nicht durchführen. Aber es funktioniert. Schon mehrfach ausprobiert. Das Gerät kann es nicht. Das 3000-Euro-Gerät kann es nicht. Ja. Ihr hört schon. In meiner Stimme die gewisse Wut, weil mich das auch abgefuckt hat. Ich versuche mich jetzt wieder abzureagieren. Genau jetzt: Systemliste exakt genauso aufgebaut. Liste aller Systeme, wenn ihr die Baumtopologie nicht sehen möchtet. Sonderfunktion. Ja, ich gehe das jetzt schnell durch, weil es der gleiche Scheiß in Grün ist. Jetzt kommen aber, man muss auch ehrlich sein. Geführte Funktion hat Podayak im System noch nicht in der Implementation. Die sind dabei, die machen das. Es ist nice to have, es funktioniert aber nur mit VAG. Also wer Anleitungen braucht, wie etwas funktioniert, achtgeben, Die Anleitungen sind nicht präzise. Die Anleitungen sind von Chinesisch auf Englisch und von Englisch auf Deutsch übersetzt. Das heißt, die Übersetzung ist katastrophal. Manchmal stehen da Wörter, die ich selbst... Obwohl ich sehr gut in Englisch bin, entsprechend auch Naturwissenschaften studiert habe, ich da Probleme habe. Okay, Online-Functions habt ihr ja gesehen. Wir können mal alle durchgehen, parametrische Online-Konfiguration. Genau, da habt ihr es. Jetzt könnten wir das Stereo programmieren, will ich aber nicht machen. Jetzt können wir auch entsprechend mal in die Online-Matching und Kalibrierung. Eventuell kann das hier nicht klappen. Ich weiß es nicht. Müssen wir gucken. Krass. Hätte ich nicht gedacht. Das kann ja auch. Das ist was spezielles: Firmware-Upgrade für Kraftstoffqualitätsfehler. Können wir mal gucken, ob das funktioniert? Glaube ich eher weniger. Ja. Also für diese Story ist entsprechend so ein firmware update nicht vorgesehen, steht da. Soweit so gut. Okay, ihr habt es gesehen. ADS-Kalibrierung, gleich, gleiches Spiel, Wartungsinformation, gleiches Spiel, hier ändert sich nichts. Das alles funktioniert natürlich. Ihr könnt euch die ganzen Sachen, auch hier ist eine Anleitung, auch hier habt ihr geführte Fehler, Suche, wie ihr Airbag deaktivieren könnt, Instrumenttafelsprachen ändern könnt. Wir können mal auf irgendeins draufklicken. Hier steht zum Beispiel die Anleitung, bla 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 bla. Also es ist hier auch theoretisch eine kleine geführte Fehlersuche. Guided Functions. Nicht Fehlersuche, sondern Anleitung. Geführte Fehlanleitung. Wie man etwas entsprechend, wie man Grundeinstellungen durchführen kann und Anpassungen durchführen kann. Also eine Fehlanleitung ist es mit Sicherheit nicht. Dann habt ihr schon mal das hier gesehen. Ganz schnell durchgegangen. Es ist, wie gesagt, auch hier können wir mal diagnostizieren, weil das ist ja auch wichtig. Der braucht natürlich ein bisschen länger, weil die Bluetooth-Verbindung hier herrscht und keine Wi-Fi-Verbindung. Aber ihr seht, auch hier ist die Verbindung verdammt schnell, sogar verdammt schnell. Auch hier klicken wir mal, gehen wir mal ins Motorsteuergerät rein und ihr werdet sehen, es gibt hier keinen Unterschied. Online-Sicherheitslogging, ihr könnt euch schon nochmal daran erinnern, an die Zugangsdaten, damit wir zum Beispiel Grundeinstellungen, Anpassung machen können. Es gibt hier keinen Unterschied. Egal wo ich hier drauf klicke, der Unterschied ist nur, dass mein Display hier viel, viel größer ist. Das ist ein s 8 Ultra und hier hinter steckt ein Lenovo noch was. Ja, 13,3 Zoll im Vergleich zu 14,14 ,14 Zoll. Ja, also das Display deckt hier komplett alles ab. Ihr seht aber auch schon den Unterschied. Ja, ist deutlich größer. Und das Teil wiegt hier gefühlte 2,5 Kilogramm. Das hier wiegt roundabout 900 Kilogramm, also das merkt man schon. Also, ich habe ehrlich gesagt hiermit keinen Spaß. Es ist hochwertig. Ich stehe auch darauf, wenn das Gerät schwer ist, aber auf Dauer, das kann man nie im Leben mit einer Hand halten. Ich mache immer meine Servicearbeiten hiermit. Auch heute einen Ölwechsel gemacht an einer ähm, E-Klasse. Wir können auch mal gleich in den Verlauf reingehen. Funktioniert alles. 2015er E-Klasse. Wunderbar, Öl-Service zurückgesetzt. Okay, jetzt haben wir das alles durch. Jetzt gehen wir mal weiter. Ja. höchstwahrscheinlich. Genau. Jetzt gehen wir mal. Jetzt hatten wir ja gesagt TPMS. Ja, jetzt kommen wir zu einem noch geileren Vorteil von projekt was ich ultra abfeier. Es gibt zwei unterschiedliche Reifenprogrammiergeräte. Einmal von Syncar, einmal von TS Gun. Ich möchte die jetzt nicht zeigen, weil das hier wieder Werbung ist. Das funktioniert nur auf den Syncar Diagnosegeräten, funktioniert nicht mit Launch. Und das hier, der TS Gun, der für Launch entwickelt wurde, den könnt ihr natürlich hier implementieren. Mit der ProLayer Variante könnt ihr beide andocken. Das geht. Und einen Vorteil habt ihr, das Gerät ist deutlich günstiger als das von Launch. Es ist die gleiche Hardware, es ändert sich hier nichts. Nur ein bisschen drumherum Make-up drauf gemacht, damit es anders aussieht und die Seriennummer ist anders, damit die sich nicht untereinander verbinden können. Mehr ist hier nicht drin. Das heißt, ihr könnt beide Geräte mit prodeck andocken. Ihr müsst keine Seriennummer eingeben, ihr müsst hier kein Passwort eingeben, das funktioniert. Also richtig softwaretechnisch hammer geil gelöst. Jetzt gehen wir mal auf Software zurücksetzen. Wir können es ganz schnell zählen. Das sind insgesamt. 35 Stück, der hatte ja nur 34 Stück, acht geben. Hier sind noch zwei weitere: TPMS und IMOPROC. Insgesamt hat der 37 service -Funktion. Ja, worin unterscheiden die sich jetzt zwischen dem und dem? Der hier kann auch original Kilometerstände lesen und teilweise auch Tachos manipulieren. Acht geben, das sind nur Nischenfahrzeuge. Also, wer die Absicht hat, die Absicht hat Tachos zu manipulieren, ist mit diesem Gerät mit Sicherheit nicht zufrieden Finger weg dann okay das hätten wir jetzt auch jetzt gehen wir mal auf die lokale Diagnose so jetzt haben wir hier den Sticker kann ich mal wegmachen obwohl den brauchen wir gleich für Diagnosen okay ich erläutere euch das mal kurz wir haben hier auf alle Fälle viel, viel mehr Fahrzeuge. Wir haben hier LKWs freigeschaltet. LKW ist entsprechend hier. Da sind entsprechend die ganzen Nutzfahrzeuge. Hier ist alles drin, was das Herz begehrt. Ob es jetzt Böse sind, Nutzfahrzeuge, Lastkraftwagen, auch die bekannten Marken. Alle drin. Alles, was das Herz begehrt. Auch Elektrofahrzeuge, sprich nicht Fahrzeuge, Elektrokraftfahrzeuge oder Lastkraftwagen alle inkludiert ja Motorräder wäre hier theoretisch auch mit Aufpreis möglich aber nur BMW, Harley, Honda Kawasaki, Suzuki, Yamaha gar nicht das drin auch nicht mit Aufpreis erkaufbar PIN Erkennung hatten die beide das hier ist entsprechend das EOBD fürs LKW EOBD sind alle ähm, motorrelevanten Parameter wie Lambda, Luftmasse und so weiter und so fort, damit zum Beispiel jedes TÜV, TÜV Diagnosegerät an diese Daten zugreifen kann. Haben sich die Hersteller ab 2002 für Diesel, Benziner eventuell auch früher dafür entschieden, dass man eine universelle Schnittstelle einleitet, damit man TÜV relevante Fehler auslesen kann. Das ist mit EOBD gemeint. Ja, deshalb können auch diese china dongle ELM327 und so weiter und so fort, sofort Talk und der ganze Scheiß für 20 Euro diese Daten auslesen. Weil der Hersteller diese Daten freigeben muss. Okay. Ähm, wie gesagt, Elektrofahrzeuge kommt erst gar nicht rein. Auch nicht mit Aufpreis möglich. Also das sind schon für mich K.O.-Kriterien. 3000 Euro gegen ich sag mal ein Viertel von dem Preis. Für was würdet ihr euch entscheiden? Ja, okay. Jetzt auch ImmoProc funktioniert. Schlüsselprogrammierung acht geben Schlüsselprogrammierung funktioniert hiermit auch nicht. Damit ihr Schlüssel programmieren könnt, braucht ihr zwingend einen Serverzugang zu den Originalen Herstellern wie VW und so weiter und so fort, Mercedes und so weiter und so fort. Weil nur die für die Immobilizer 5. Generation euch einen Algorithmus generieren können. Nur über diesen Server bekommt ihr euren ja, euren Pin. Und solche Hersteller wie Auto Lounge und die ganzen X-Horse und was weiß ich was, da gibt es noch sehr viele andere Hersteller. OBD Star, die über diese Originalen Server zugreifen und dann mit Kosten verbunden euch die Schlüsselcodes generieren und ihr zahlt dafür Tokens. Token heißt, ihr bekommt einen Lizenzcode, die müsst ihr euch mit, mit Geld erkaufen. Ihr bekommt den nicht in den Arsch geschoben. Ja, so viel so viel dazu. Ich habe es ja hiermit schon bewiesen. Hiermit könnt ihr Steuerräte klonen, programmieren, das geht. Dazu braucht ihr einfach einen XPROC 3. Was ist der x X-Pro 3? Ich sage es ganz schnell mal. So sieht der aus. Das geht jederzeit hiermit. Mehrfach bewiesen. Auch am Getriebesteuergerät. Okay. Habe ich hier irgendwas vergessen? Wir kommen auf die anderen Module, Module. Werkzeugkasten. Jetzt ist hier nur BST 360, sprich das Batterieprüfgerät und TPMS. Hiermit geht auch das Oszilloskop. Auch entsprechend der, ähm, der, die die haben es jetzt Sensor Toolbox genannt. Das ist einfach nur ein Frequenzgenerator, womit ihr Signale generieren könnt. Und damit habt ihr dann den Vorteil, dass ihr ABS-Signale dem Steuergerät vorgaukeln könnt. Kurbel-Nockenwellen-Sensor-Signale vorgaukeln könnt. Einfach nur ein Signalgenerator. Also, das hat nichts mit dem Diagnoseprogramm an sich zu tun. Das ist einfach nur eine externe App. Die könnt ihr euch hier drauf installieren. Diese Applikation gibt es. Die könnt ihr installieren. Dann könnt ihr euch entsprechend diese Hardware beschaffen und dann könnt ihr das mit jedem x-beliebigen Tablet bedienen. Okay, dann hätten wir das jetzt auch. Jetzt kommen wir zu der Direktion Software. Jetzt muss ich aber auch im Hintergrund alles schließen, weil diese Software-Pakete die vertragen sich nicht gut. Schon mal etwas vorweg: Direktion und ProDeck haben die gleiche. Den gleichen Software-Datenstand exakt das, was der pet 7 hat, nur die können mehr. Die haben mehr Funktionen, weil das ich ganz höfisch ausgedrückt voll offen ist. Mehr könnt ihr euch nicht erkaufen. Auch hier Service-Funktion. Ich gehe jetzt ganz schnell durch. Ist ist der gleiche Scheiß 37 Service-Funktion? Hier ist TPMS rausgelegt und immo ist hier drin. bei ProDag war es außerhalb und hier ist es drin. Genau, es gibt sonst keinen Unterschied. Das gleiche Spiel, auch hier habt ihr die Möglichkeit, okay, jetzt gibt es hier Updates, auch hier habt ihr die Möglichkeit, jederzeit, es war ja bei uns Audi gewesen, eine ältere Softwareversion, das geht auch mit ProDag, aufzuspielen. Das könnt ihr hier machen. Guckt euch mal diesen Datensatz an. Das wird alles auf dem Server gelagert. Wie groß der Server sein muss, ist jetzt nur für Audi. Und das kann das Gerät. Sowohl ProDirect als auch DirectZone. Beide sind verdammt gut. Also DirectZone hat sich verdammt verbessert mit dieser App. Ultra geil programmiert, super schnell. Umgebung ist richtig geil. Es gibt aber einen Nachteil. Jetzt gehen wir mal auf die lokale Diagnose. Zum Beispiel, wenn ihr Elektrofahrzeuge haben wollt. Müsst ihr das extra zahlen? Da kommen noch mal 40 Dollar dra drauf. Normal Fahrzeug aktivieren, zahlt ihr 80 Dollar ungefähr, roundabout. LKWs zahlt ihr auch, okay, bei beiden, sowohl bei x als auch bei ProDiag als auch bei Directon zahlt ihr für LKWs extra. Ja. Directon ist, was Update angeht, sehr gut, sind schnell, nur die Kosten verdammt viel. Ihr zahlt sehr hohe Update-Kosten. Keine Elektrofahrzeuge drin mit Aufpreis. LKWs kosten auch sehr viel. Da ist pro Direct viel, viel besser. Jetzt kommen wir zu dem K.O.-Kriterium. Und zwar können wir dieses Gerät, also den Dongle, womit ich gleich diagnostizieren werde, nicht kabelgebunden diagnostizieren. Was meine ich damit? Ich demonstriere es euch jetzt mal. Zunächst einmal machen wir ganz normal, wir schalten jetzt mal, pro Diak aus. Die Zone liegt hier, hier drin. Jetzt gucken wir mal, wo das Kabel hingeht. Das geht hier hin. Ihr hört jetzt, genau ist eingeschaltet. Und jetzt sehen wir gleich auch, dass hier eine Bluetooth-Verbindung aufgebaut wird. Da haben wir es. So, dann fangen wir mal an. Jetzt versuchen wir uns kurz mit dem Diagnosegerät zu verbinden. Wie gesagt, der ist hier versteckt. Da könnt ihr den sehen. Der ist also verbunden. Funktioniert auch soweit. Wie gesagt, das System hat einen Nachteil. Wir können diesen Dongle nicht kabelgebunden mit unserem Tablet verbinden. Das heißt, wir sind immer auf eine Bluetooth-Verbindung angewiesen. Das hat wiederum noch einen Nachteil. Wir können damit keine Steuerräte klonen und keine Steuerräte programmieren. Das geht nicht. Deshalb ist für mich direktion unattraktiv im Vergleich zu ProDeck. Ähm, dann machen wir das mal ganz kurz. Ich zeige euch das mal. Ich verbinde jetzt kurz den Dongel, beziehungsweise wir gehen auch mal hier ins Motorsteuergerät rein, damit ihr auch mal hier seht, dass es hier keine Unterschiede gibt. Sonst ist es gegenüber direkt ja unfair. Es ist der gleiche Scheiß in grün. Genau. Da seht ihr es Grundeinstellung. Anpassung. Es ist der gleiche Scheiß. Ich will nicht unnötig hier die Zeit verballern. Wir hauen hier mal ganz schnell ab. Genau. Lange Codierung, Zugriff, Zulassung Anpassung. Wie gesagt, es ist alles gleich. Einfach vertrauen. Es ist so. Online-Functions, Online-Funktion exakt alles gleich aufgebaut. Wie gesagt, geführte Funktion kann er mehr als der Prodeck, weil er es entsprechend durchführen kann. Wir gehen mal hier auf Coupé, dann gehen wir mal hier auf das Motor KH, den haben wir hier, dann starten wir das mal, dann werdet ihr sehen, es funktioniert Motorelektronik, geführte Funktion, ihr kennt es ja schon von dem originalen Gerät, na er kann es. Es ist aber auch die Frage der Zeit, wann es Produkt kann, es hat nichts damit zu tun, dass es irgendwie an dem Dongle liegen sollte, sondern einfach nur... Wann? Genau, das ist die Frage. Okay, jetzt kommen wir zu dem KO-Kriterium. Ihr müsst euch mal kurz gedulden. Ich verbinde jetzt den Dongel mit dem Kabel. Ein Moment. So, der Dongel ist mit dem Kabel verbunden, da könnt ihr es sehen. Sonst heißt es ja, hier ist es wieder getürkt oder so. Ich schließe es jetzt hier an. Wir haben hier einen USB-Anschluss. Genau ist angeschlossen und da bekommt ihr auch schon die Meldung Virtual Comport wären. Okay, haben wir soweit gemacht. Jetzt gehen wir mal aus der Diagnosefunktion heraus. Ich mache mal hier Bluetooth aus, weil er müsste es jetzt theoretisch können ohne Bluetooth. Jetzt gehen wir mal in die Diagnose. Verbindung unterbrochen, wenn Sie die Diagnose fortsetzen müssen, beenden Sie die aktuelle Diagnose. Das, der Fehler könnte aber auch daraus resultieren dass wir noch eine weitere Diagnose haben, deshalb starte ich das Programm kurz neu. Das gleiche Spiel, intelligente Diagnose. Jetzt hab, verbindet er sich aber mit dem Bluetooth, das ist unfair. Das heißt, er schaltet das Bluetooth automatisch an. Jetzt habe ich sie da ausgemacht. Jetzt müsste sie sich theoretisch mit dem Kabel verbinden, macht er aber nicht. Er kennt es einfach nicht. Hier noch einmal. Ja, das ist hier katastrophal wegen der Hülle. Genau, ist angeschlossen. Ihr habt es gehört. Jetzt müsste hier zwingend Virtual Comport stehen. Macht er aber nicht. Er schaltet sofort wieder Bluetooth ein. Ja, er kennt die Kabelfunktion nicht. Okay, das gleiche Spiel jetzt mit ProReact. Dann werdet ihr ganz schnell den Vorteil von ProReact sehen. So, ist angeschlossen. Da leuchtet es. Jetzt schließen wir mal Bluetooth und so weiter. Ist alles jetzt aus ich schließe kurz die programme jetzt öffne ich die Aktion. nicht Direktion, ich meinte ProDirect jetzt machen wir intelligente Diagnose sofort Virtual Comport erkannt Acht geben Bluetooth ist aus ihr seht noch einmal genau noch einmal ihr könnt auch sehen der dongel der arbeitet, ja. Und wir sind auch drin, genau. Noch einmal gewähren. Ja, ihr habt es gesehen, die LED leuchtet. Also hier ist nichts manipuliert oder sowas. Und wir sind drin. Wir können jetzt ganz normal diagnostizieren. Noch mal. Ja. Also so viel dazu. Mein Fazit, bevor ich gleich das Video beende, natürlich werde ich auch jetzt das x vergleichen. ProDeck ist von der Programmierung her verdammt gut. Die bringen immer die beste Software raus, ist so auch was die Schnelligkeit angeht. ProDeck hat aber die Innovation. ProDeck Bringt immer Sachen raus, die kein, andere, kein anderer vorher hatte. Die haben auch zum ersten Mal mit der Entwicklung, mit der Entwicklungsumgebung PET 7 gearbeitet, sprich, die hatten zum ersten Mal dieses Hauptprogramm. Danach hat der so nachgezogen mit der gleichen PET 7 Umgebung und x hängt da leider noch entsprechend mit der Pro variante Deshalb nennt sich das hier auch Pro 3. Und ProDiac nennt sich deshalb ProDiac, weil entsprechend Pad 7, die das von Pro abgeleitet haben. Oder Pro5, Pro7. Da kommt die Ableitung her. Wie gesagt, bei XDiac hat sich nichts verändert. Immer noch die gleiche Umgebung. Da kam nichts dazu. Kann weder ein ts mit anschließen. Kann weder den Dongle -Kabel gebunden steuern. Dafür. Ist es aber relativ schnell, ist bewährt, funktioniert, macht keine Fehler. Also klare, klare Empfehlung in der Rangliste würde ich erst Prodeck nach vorne tun. Innovation ist schnell, hat die gleiche Entwicklungsumgebung wie der PET 7. Dann würde ich sagen, kommt XDiag und dann kommt Prodeck, weil ProDAG ähm, wegen den Update-Kosten relativ hoch ist. Und entsprechend weniger Software anbietet für den gleichen Preis. Ja, jetzt noch mal zu den Leuten, die fragen: Ja, was passiert, wenn das Software, wenn die Software ab, abläuft? Gar nichts. Ihr könnt weiterhin den Dongle benutzen. Hier seht, ihr hier ist die Software abgelaufen. 99 bla bla bla. Das ist jetzt die Nummer. Ich schließe den jetzt exakt. Ich schließe mal kurz hier an. Ich mache mal hier aus. Ich muss mal kurz warten, ich muss mal kurz Video binden. So, jetzt geht's weiter. Ist angeschlossen, ihr seht, LED leuchtet. Ihr könnt nur einen Dongel verbinden. Das heißt, wenn ihr mehrere Dongel verbindet an die Schnittstellen, dann funktioniert das nicht mehr. Deshalb denkt nicht, dass ich irgendwie einen anderen Dongel benutze. Die Seriennummer, die steht auch hier drauf. Die könnt ihr gerne haben: 4474. Das ist der hier. Acht geben hier ist entsprechend das Update schon locker seit einem halben Jahr abgelaufen und das geht funktioniert trotzdem. Ja. Genau da könnt ihr sehen, hier ist der lebendige Beweis, hat er sofort erkannt. Es gibt also keinerlei Nachteile, selbst wenn das Update ablaufen würde. Intelligente Funktion funktioniert auch online, kodierung funktioniert aber. Entsprechend Online-Programmierung würde nicht funktionieren. Kann ich mal entsprechend vorführen. Wir gehen auf Online-Funktion. Ja. Obwohl ihr keine Updates mehr habt, könnt ihr trotzdem diese Funktion durchführen. Natürlich dauert das eine gewisse Weile. Ja. Ich will es so transparent gestalten wie nur möglich. Ich unterbreche die Videos nur, wenn ich die Dongle anschließen muss. Ansonsten ändere ich da nichts. Also, ihr braucht hier keine Bedenken zu haben. Es ist exakt so, wie ich es hier darstelle. Ja. Motorelektronik. Ihr seht, Serverzugang kann man trotzdem aufbauen und ihr habt keinerlei Nachteile. Also Leute, mein Fazit ist: Wer eine Werkstatt hat, ein vernünftiges Diagnosegerät braucht und nicht so viele Updates für Updatekosten Geld zahlen möchte, ist natürlich mit den russischen Versionen zufrieden. Wer sagt, das ist mir egal, ich habe damit keine Probleme, dann holt euch entsprechend hier den. Per Team aber dann habt ihr den Nachteil, ihr habt nicht so viele Funktionen, ihr seid auf hohe Updatekosten angewiesen, die müsst ihr zahlen, sonst bekommt ihr keine Updates, weil es entsprechend keine Alternative gibt. Und diese den Dongle, den kann man nicht manipulieren oder sonst irgendwas. Das hat eine ganz andere Schnittstelle. Okay, damit ist jetzt auch das Video zu Ende. Es ist bis jetzt mein längstes Video. Ich hoffe, ich hoffe es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Video. Euer Zinderkopfschaden. Ciao.